In meinem Vortrag ging es zum einen um eine große Chance für die Region Schweiz und Liechtenstein, aber auch für eine Herausforderung. Und zwar ist die Ausgangslage, dass die großen Energiekonzerne in der Schweiz tolle Möglichkeiten haben aufgrund der geografischen Lage. Es gibt dort viel Wasserkraft, die auch gut genutzt wird und auch schon seit vielen Jahrzehnten sehr gut genutzt wird, die allerdings nicht mehr die Erträge einbringt, die sie früher eingebracht hat. Auf der anderen Seite gibt es den Bedarf von der IT-Industrie, auch von neuen Lösungen. Es werden immer Datencenter werden oft genannt oder auch die Blockchain-Technologie und Kryptowährung und das Mining von Kryptowährungen. Und diese beiden Bereiche, die IT-Industrie und die Energieindustrie, die können hier sehr gut zusammenarbeiten beim Thema Wasserkraft. Man kann die Wasserkraft, die in der Schweiz und in Liechtenstein sehr viel vorhanden ist, kann man sehr gut nutzen, um beispielsweise das Datencenter direkt an das Wasserkraftwerk anzuschließen. Man nutzt dabei die Kühlung von der Wasserkraft, um das Datencenter effizient und vor allem energieeffizient zu betreiben. Und gleichzeitig kann man natürlich den Strom direkt nutzen, der gerade bei Laufwasserkraftwerken eigentlich immer zur Verfügung steht. Für die IT-Industrie ist das ganz wunderbar. Man kann expandieren, man kann sich vergrößern. Man kann auch vor allem in einem sicheren und in einem zentralen Land innerhalb von Europa wachsen. Auf der anderen Seite, für die Energieindustrie ist das wunderbar. Man kann zusätzliche Einkommensquellen erschließen und auch die Profitabilität von Wasserkraft steigern. Hat allerdings natürlich die Herausforderung, wenn man jetzt neben jedes Wasserkraftwerk einen großen Server oder eine große Serverfarm aufbaut, woher kommt dann der Strom für die Bevölkerung. Und diese Herausforderung ist eine, die sich die Schweizer Politik und auch die Liechtensteiner Politik in den nächsten Jahren annehmen muss. Die Entwicklung schreitet sehr schnell voran. Es gibt bereits erste Serverfarmen in der Schweiz, im Wallis, in kleinen Dörfern teilweise, wo das bereits sehr stark genutzt wird. Und da ist dann wirklich die Frage, wofür möchten wir den guten Schweizer Wasserstrom nutzen? Wir können den sehr gut für Serverfarmen nutzen. Allerdings brauchen wir dann neue Energiequellen. Und das wird ein sehr großes Thema auch in der Schweiz werden, dass wir neue, erneuerbare idealerweise Energiequellen erschließen und diese dann nutzbar machen für die Zukunft.